Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich freue mich, dass ich heute mit euch ein Action-Haul habe. Ich war am Wochenende da bei Action und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video. Ich habe auch eine neue Tüte. Ich wollte in den anderen die Sommertüte, aber gab es leider nicht. Und ich habe nicht viel gekauft, sondern nur ein paar Sachen. Wir waren da hauptsächlich wegen einer Rucksack, weil wir dieses Jahr im Urlaub fliegen. Und da hat die Beatrice so eins gebraucht, weil wir müssen sonst pro Person 23 Euro, wenn wir ein anderes Koffer mitnehmen. Und für uns reicht das, weil wir auch da was kaufen können. Und auch wenn ich bei meiner Mama oder so Wäsche wasche, am selben Tag ist das trocken, weil wir haben immer da Sonne und Wärme und so. Oder neu ein paar T-Shirts kaufen bei Primark gibt es auch bei uns in der Nähe und ich freue mich. Und ja, deshalb nehmen wir nur diese. Vielleicht, ja, kaufe ich mir noch so eins. Mal schauen. Ich habe für die Kinder, die Bruna hat auch schon so eine. Und die hat 4,99. Ja, wie gesagt, das so pink und dann hier rosa mit ist brauchen wir nur zum Verreisen, ist auch egal, was wir ob die dann gleich kaputt geht, ist nur so zum Verreisen und ja, mal schauen, ob die nur zu hin und her fliegen ist, passt schon, wird schon überleben. So, weiß nicht, ob ich das euch zeigen soll, aber ist ja nicht schlimm. Ich habe für mich ein Dreierpack String mitgenommen mit dieser schönen Leopardenmuster in der Größe S, glaube ich, ja. Dann eine ganz und zwei normale schwarzen, so samtig irgendwie. Habe ich mir auch für die Urlaub gekauft. Soll ja nicht peinlich sein. Jeder wisse, wie er mag. Und da sind diese String-Dinger da zum Anziehen. Ja, okay. So, weiter geht's. Wir sind gerade auf den Leopardentrip. Die Beate ich auch. Sie möchte alles gerne mit Leopardenmuster haben und deshalb habe ich das für sie mitgenommen. Sie hat das noch nicht gesehen. In so eine praktische Tasche. Einmal so eine zum Schreiben, ein Heft, eine Radiergummi, zwei Bleistifte, ein Lineal und so eine Anspitzer. Und da steht: I was born to be wild. Ich fand das sehr schön, den Spruch. Ist noch zu alles und noch so eine kleine, zwei Hefte, eine große, eine kleine. Und das hat bloß 1,59 € gekostet. Sehr günstig, deshalb habe ich das auch mitgenommen. Alles durchgemischt, aber stört euch nicht. Das Hauptsache, ihr seht das, was ich gekauft habe. Dann wieder auch zu verreisen. Ich weiß nicht, ob wir haben fast Ende Juni. Ob wir da noch mal zu Action fahren, deshalb war ich schon da letzte Woche am Wochenende, wie gesagt, da für die Kinder, für die Hand, für die Rucksack zum Verreisen, Hands und Face Wipes, die kosten da 68 Cent plus. Ich habe zwei Stück, auch für die zwei, für die Hand Rucksack, wie gesagt, wenn wir verreisen. Oder vielleicht nehme ich das in meine Tasche und die anderen bleiben hier, mal schauen. Oder eine nimmt eine und ich nehme diese. Das ist jetzt neu, sensitiv, 0% Parfum. Und ja, auch 40 Stück und das hat auch 68 Cent und damit dieser praktische Verschluss. Ja, Speicherkarte war voll, sorry. Weiter geht's. Was habe ich da gesagt? Bisschen Pflege. Achso, hier noch. Wie gesagt, ich habe nicht viel gekauft. Die Sonne blendet irgendwie. So. Mann! So, ich habe mir noch diese Handgel für jetzt für die, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Bloß 99 jeweils gekostet mit grüne Tee und Aloe Vera. Vielleicht packe ich in diese kleine für die Handtasche und nehmen wir das dann mit auch mit in den Urlaub. Riecht sehr gut. Bisschen Alkohol, aber ist immer drin. Muss eigentlich, ne? Jeweils 99. War ich auch verliebt in diese zwei Produkte, hatte ich bei der meine süßen Frühlingsroline gesehen, dass sie das immer kauft für den kleinen Mann, die sie hat.
Ja, einmal diese kleinen Badetabletten mit dieser Bananenduft. Und ja, die Reihe fand ich sehr toll auch. Und das ist 5 Stück jeweils 20 Gramm und das hat 99 Cent gekostet. Und dazu die Handcreme auch mit Bananas. Das Hand ist Cream Bananas. 79 Cent. Da waren bloß die zwei von der Reihe. Shampoo und so habe ich nicht mehr gefunden. Nur die zwei Sachen habe ich auch mitgenommen. Das für die Bruna und das für mich. Oder mal schauen. Weiter geht's. Einmal für den Mann hat er auch für die Pflanze was mitgenommen für die Pflanze. So eine Garden-Stick. Pflanzenstab. Pflanzenstab hat er auch schon manche benutzt, deshalb ist das offen. 79 Cent. Habe ich den Preis gesagt? Ja. Dann hat sich der Mann wieder Erdnuss, endlich wieder ungesalzene Erdnüsse, für jeweils 1,25, 3 Stück. Eine hat er schon verputzt am Wochenende. Dann auch für unsere Heidi einmal diese Sticks. 66 Cent, knusprige Snack mit Vitamin A, C, D, E, D3 und E. Auch für sie, sie freut sich immer, wenn sie sowas bekommt, da rennt sie sofort dahin und eine Minute ist alles weg. Dann hat sich der Mann, der sagt, ja, komm, ich möchte gerne auch was für die Kinder mitnehmen. Da hat er sich für die Beatrice solche Kackspiele, Funny Poo. Splash. Ach so, hier man gab es als wir klein waren, ich zumindest bei uns, man tut hier das Hand rein und dann der andere schmeißt das und das klebt dann hier auf diesen. Ich fand das damals so lustig. Ich habe das so gern gespielt, als ich klein war. Und ja, das war bloß ein normaler Ball und hier war alles mit Klettverschluss, glaube ich. Klett heißt das? Ich glaube ja. Das hat 1,59 gekostet für die Beatrice. Und dann für die kleine Bruna Puppenmode. Für Puppen zwischen 40 und 45. Sie hat so eine kleine Puppe, da hat sich der Mann. Habe ich gesagt, komm, vielleicht macht sie dir das. Sie macht das gerne. Und da hat er gesagt, ja, dann nehmen wir das. Eine Anzug für die kleine Puppchen. 1,99. Auch sehr günstig. Noch ein bisschen Food. Nicht viel, wie gesagt, ich habe nicht viel gekauft. Einmal diese Nudeln müssen immer mit, dieses Mal plus jeweils ein Stück von vegetarisch. Dann mit Huhn, Chicken und mit Beef, so Rindfleisch Geschmack. Für mich habe ich für mich 22 Cent jeweils. Dann hatte ich die schon über 3 Monate nicht mehr geholt und das ist normal. Habe ich immer die, wenn ich da bin, bei Action mitgenommen, immer 3, 4 Packungen. Aber da ich jetzt gerade nicht so vieles Süßes essen möchte, weil ich ein bisschen abnehme, habe ich bloß 1 Packung Kuchen mit Mandelgeschmack Füllung für 66 Cent. Ich freue mich. 6 Stück kann ich jeden Tag eins essen, da wird nicht auf die Magen schlagen. Und dann noch 3, 4 Sachen, 2 Haushaltssachen, eine für Basteln oder so, Doppelkleberband, 32 Cent oder 23 Cent oder 24, weiß ich gar nicht mehr. Dann auch für die Kinder, ich hatte das in meiner Jugend, in meiner Kindheit, nicht jugendlich, in meiner Kindheit so geliebt, bei uns gab es diese Pfeiflutscher, Melody Pops. Und normal hat die immer eins gekostet, weiß nicht, vielleicht 50 Cent oder so. Damals, da waren noch keine Euro noch. Und ja, und jetzt haben die 4 Stück 95, nicht mal 25 pro Stück, weil. Und da musste ich die mitnehmen. Ich war so in Kindheitserinnerung und ja, musste die mitnehmen. Dann auch für die Kinder, für die Getränke zum Kalt werden lassen, 10 Stück. Mit Ananasmustern. Und ich fand das so schön. Das hat bloß 44 Cent gekostet, glaube ich. Friert man ein in die Gefriertruhe und dann für kalte Getränke. Schaut mal, da gab es auch grüne mit Palmen. Und ja, ich habe die mit Ananas mitgenommen. Und zum Schluss, ich habe das seit über 1 Jahr schon gesucht. Und ich habe bei Action eine
Eislöffel, Eisportionierlöffel für 1 Euro. 95, nee. Eiskugelstange Edelstahl, 1,59. Und die kosten immer über 10 Euro. Oder wenn die sehr gut sind, und die muss auch gut sein, Edelstahl ist immer gut. Und für 1,59 Euro musste ich die mitnehmen. Und ja, ich freue mich schon jetzt demnächst bei meinen, mit meiner Maschine Eis selber zu machen und dann damit diese auszuprobieren. Und ja, ich freue mich schon eben. So, ja, die Tüte ist leer. Und ich bin auch fertig sozusagen. Und ich hoffe, mein Action Roll hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich freue mich immer. Und ich sage ab noch eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns demnächst. Tschüss!